Möglichst viele Witze in möglichst kurzer Zeit erzählen. Für den Burghausener Rudi Breiteneicher ist das kein Problem. Er bringt sogar 26 Witze in einer Minute unter und hat damit jetzt einen neuen Weltrekord aufgestellt. Und so klingt das dann. Was ist denn Keks und ein Baum, ein schattiges Plätzchen? Wie nennt man ein Kondom mit Loch? Kinderüberraschung. Was macht eine Blondine in der Wüste? Staubsaugen. Papi, wie lange bist du schon verheiratet? 20 Jahre. Wie lange musst du noch? Meine Frau meint, ich wäre neugierig, steht zumindest im Tagebuch. Sagt Adam zu Eva, liebst du mich? Ja klar, wen denn sonst? Ich habe bei Spider-Man angerufen, hatte der kein Netz. Dann habe ich bei Weight Watchers angerufen, hat keiner abgenommen. Dann habe ich beim DJ angerufen, hat er aufgelegt. Wo wohnen Katzen? Im Mietshaus. Zwei Kannibalen essen einen Clown, sagt der eine. Der schmeckt irgendwie komisch. Was machen Clowns im Büro? Faxen. Zwei Beamte treffen sich im Flur, sagt der eine. Na, kannst du auch nicht schlafen? Was ist der Unterschied zwischen Beamten und Holz? Holz arbeitet. Was ist ein Cowboy ohne Pferd? Ein Sattelschlepper, wie nennt man einen Hirten, der seine Schafe verprügelt? Ein Mähdrescher. Was sind 100 Trabis auf einen Haufen? Eine Tupperparty. Wann erreicht der Trabi seine Höchstgeschwindigkeit? Wenn er abgeschleppt wird, kommt ein Skelett zum Arzt, sagt der Arzt, ich komme aber spät. Kommt ein Skelett an die Bar und sagt, ein Bier und einen Wischlappen bitte. Was ist ein toter Spanner, der ist weg vom Fenster? Was sollte eine Frau tun, wenn ihr Mann zickzack läuft? Weiterschießen. Wie nennt man einen Matrosen, der sich nie wäscht? Das ist ein Meerschweinchen. Zwei Kerzen treffen sich. Was machst du heute Abend? Ach, ich werde ausgehen. Ich habe Frau Merkel angerufen, aber habe ich mich verwählt. Und Herr Doktor, mich ignoriert jeder. Der Nächste, bitte. Nach dem Rekordversuch ist ihm ein riesiger Stein von der Seele gefallen. Ja, schon ein super Gefühl, weil jetzt eben die ganze Last runterfällt. Ich habe schon wochenlang, monatelang geübt. Manchmal hat es geklappt, dann hat es wieder nicht geklappt. Und dann vor so einen Haufen Leute wieder und Scheinwerfer. Und klar, ist schon mal gut, weil der letzte Rekord war ja bei 21 Witzen von einem Delmenhorst aus der Nähe von Bremen. Und jetzt habe ich gesagt, wir holen den Rekord nach Bayern und dann eben gleich mit 5 Witze mehr. Das ist schon super. Und der Nächste muss eben dann schon 27 schaffen. Und das wird wahrscheinlich so schnell nicht passieren. Der Burghausener kann Witze aber auch in normaler Geschwindigkeit erzählen. Hier der Beweis. Eine Frau wird 110 Jahre alt. Presse ist da, Fernsehen, Bekannte, ein Riesenfest. Jetzt kommt der Interviewer von Fernsehen und fragt die Frau, ja gute Frau, auf was führen Sie denn das jetzt zurück, dass Sie mit 110 Jahren noch so körperlich und geistig fit sind? Ja, mei, ich hab halt immer viel gearbeitet, viel Sport getrieben, keinen Alkohol getrunken und keine Zigaretten geraucht. Und das Wichtigste, immer viel Sex. Ha, viel Sex? Naja, dann hätte ich mal so eine indiskrete Frage. Wann hatten Sie denn das letzte Mal Sex? Oh mein, das letzte Mal, das war 1945. 1945? Das ist aber schon lang her. Ja, wieso lange her? Jetzt ist er erst 2015.